Nicht zuletzt, weil das hier eine der schönsten Strecken der Meisterschaft ist. Damit herzlich willkommen, liebe Rallycross-Fans. Ein letztes Briefing durch den Renndirektor. Rallycross ist zwar eine ruppige Angelegenheit, aber auch hier gilt Fairness auf der Strecke. Das erste Rennen wird rechtzeitig gestartet. Immerhin sind schon rund 15.000 Zuschauer vor Ort. Wir starten mit einem Rennen in der Division 2. Ronny Chevenels ist wieder am Start, sein Auto wieder in Form nach dem bösen Crash vor zwei Wochen in Maasmechelen. Der Golf GTI-Pilot war im Zeittraining am Samstag der schnellste und steht so hier auf Pole. Neben dem gelben Golf einen weiteren Golf seines belgischen Landsmanns Andy Martin, daneben noch der Tscheche Vlastimir Bohacek im Peugeot. Aber Polesetter Chevenels kommt am besten weg. Bohacek verpasst hier Chevenels gleich einen kleinen Rempler, der erste von unzähligen an diesem Tag. Andy Martin liegt auf Platz 3. Die tschechischen Fahrer werden übrigens bestens von der tschechischen Regierung gesponsert. Wo gibt es sowas sonst? Roger Lagergren im Saab ist Vierter. Es sieht so aus, als sei das Fahrzeug von Chevenels bestens vorbereitet. Keine Probleme mehr mit dem Getriebe. Wenn er hier heute gewinnen sollte, dann hat er noch Chancen auf die Meisterschaft. Aber dann muss er ins A-Finale vorstoßen und dieses auch gewinnen. Schwere Aufgabe also für den Belgier. Bohacek folgt ihm mit gebührendem Abstand, aber vielleicht hat sein Peugeot 306 einfach nicht die Power, um anzugreifen. Der schwedische Saab auf Platz 4 ist zu schwer, um den leichteren Peugeot und Golf zu attackieren. In der letzten Runde dieses Heat 1 versucht es der Tscheche, aber Chevenels fährt Kampflinie. Und das bedeutet Sieg für Chevenels in Heat 1. Aber nur die viertschnellste Zeit in diesem Heat, das ja aus mehreren Rennen besteht. Insgesamt werden drei Heats gefahren, aber Chevenels ist nach einer langen Pechsträhne glücklich und zufrieden, überhaupt mal wieder einen Sieg nach Hause gebracht zu haben. Im nächsten Rennen, im Heat 1, sind wir an Bord von Borre Biksrud, dem Norweger. Neben ihm der meisterschaftsführende Magnus Hansen, beide in einem Citroën Xara unterwegs. Und wir sind on board bei Børre Biksrud. Gleich sehen wir den Start von außerhalb. Hansen steckt im Sandwich, weil Pavel Novotný von ganz außen nach innen geschossen ist. Roman Kastoral, der zweite Tscheche im Feld, ist Vierter. Drei Citroën bestimmen die Anfangspace in diesem Rennen. Biksrud, Achter der Meisterschaft, hat bei den letzten vier Veranstaltungen regelmäßig gepunktet. In diesem Heat wird er die schnellste Zeit markieren. Hansens Zeit wird nur die drittbeste sein. Der Norweger kann also seinen Landsmann und Meisterschaftsführenden hinter sich lassen. Das Setup am Citroën von Hansen ist wohl nicht ganz perfekt. Und Biksrud gewinnt dieses Rennen mit einem Start-Zielsieg. Hansen weiß wohl, dass wenn er knapp hinter Biksrud bleibt, noch eine gute Zeit herausspringt, ohne etwas zu riskieren. Ready to take off für die dicken Dinger der Division 1. Eivind Opland ist der erste, den wir sehen. Dann ganz außen sein Landsmann Steinar Joranli und dazwischen der Lokalmatador Jos Küpers. Und Joranli ganz außen sitzt in diesem Jahr zum ersten Mal in einem Astra. Auf Pole aber steht Martin Iversen in einem Escort. Küppers gewinnt den Start vor Iversen. Joranli im Opel versucht auch gleich an Opland in Mitsubishi vorbeizugehen. Hier schön zu sehen. Küppers muss sich anstrengen, um vor all seinen Fans die Führung zu behaupten. Aber es sieht für Küppers so aus, als könne er hier den Sieg locker nach Hause fahren. Iversen ist Zweiter und Opland Dritter. Joranli hat offenbar mechanische Probleme. Die beiden Führenden fahren dasselbe Auto, einen Escort, und beide fahren sie dieses Auto im ersten Jahr. Aber jetzt passen sie gleich mal auf. Es geht Richtung Schikane. Und da ist sich Küppers wohl zu sicher und reitet sich in einen Dreher. So schnell kann es gehen. Peinlich, peinlich. Vom ersten auf den letzten Platz wird er da durchgereicht. Und das vor den Augen seiner Fans. Der Sieg geht an Martin Iversen mit der dritten Zeit im ersten Heat. Und wir fragen Küppers, was passiert war. Ja, ich denke, das war etwas zu wild. Ich wollte meinen Fans eine gute Show bieten. Ich glaube, ich bin zu schnell in die Schikane gefahren. Ich habe aber noch zwei Chancen und die werde ich sicherlich nutzen. Zum nächsten Heat der Division 1. Wir schauen in das Auto von Martin Schanche, neben ihm der Belgier Jacques Franzen. Und es sieht so aus, als wäre morgen Antonsen, der Schwede im Saab, der schnellste am Start. Dann aber schon Schanche und Franzen ist Dritter. Saab, Opel und Subaru.
Schauen wir uns den Start nochmals aus der Perspektive von Jacques Franzen an. Links hat Antonsen im Saab einen Blitzstart und von rechts zieht Schantjem Opel Richtung Ideallinie für die erste Kurve. Also hier muss sich Jacques Franzen zunächst mal als Dritter einreihen. Aber Antonsen kommt hier weit raus, kann seine Führung aber behalten und bleibt vor dem Astra. Dicht bedrängt und wieder kommt der Saab weit raus und diesmal kann Schantjem Opel sich neben ihn setzen. Der Norweger geht in Führung. Ein Manöver, das wir in diesem Jahr leider viel zu selten zu Gesicht bekamen. Franzen im Subaru ist noch Dritter. Der schwere Subaru Impreza bräuchte rund 70 PS mehr, um hier mithalten zu können. Aber wenn es nach den Fahrern ginge, hat keiner hier genug Power. Der Sieg geht an Schanche. Aber die Zeit ist schlecht. Und wir sprechen mit Mr. Rallycross. Das Auto lief gut, aber es muss auch die Abstimmung zwischen dem Fahrer und dem Auto stimmen. Ich denke, im Moment ist das Auto besser als der Fahrer. Ich fühle mich im Moment nicht so gut. Kann es denn sein, dass du noch ein Jahr brauchst, um das brandneue Auto richtig abzustimmen? Ja, es sieht so aus, als sei das nötig. Kenneth Hansen, Michael Jernberg und Pavel Kutny sehen wir im nächsten Rennen. Und wir sind onboard bei Michael Jernberg im Focus WRC World Rally Car. Wir sehen das Gleiche nochmal von außerhalb. Kenneth Hansen im Citroën hat einen miserablen Start erwischt. Jernberg hingegen im weißen Focus WRC kommt super weg und Kutny, ebenfalls in einem Ford, drängelt Hansen auf den dritten Platz. Hansen hängt im Heck von Kutny, aber das wird ganz schwer für den Tschechen zu überholen. Oh, und hier nimmt Jernberg die Kurve zu eng und wird beinahe ausgehoben. Wir sehen die Situation nochmals onboard bei Michael Jernberg. Er verliert sein Auto aus der Kontrolle, schlägt seitlich an und da huscht auch schon einer vorbei. Hier haben Sie es gesehen, rechts am Bildrand. Und jetzt gleich die Auflösung. Jernberg trudelt unkontrolliert und der Nutznießer der Situation kommt vom dritten Platz. Kutny berührt Jernberg und kommt weit raus. Hansen im roten Auto nutzt die Chance und geht an beiden vorbei in Führung. Sieg für Hansen, aber nur die fünftbeste Zeit. Kenneth, soweit zufrieden? Nicht direkt. Ich hatte keinen guten Start im ersten Heat. Ich bekam einen Schubser von Kutny und war zunächst nur Dritter. Und dann in den letzten Kurven der letzten Runde hatte Jernberg, der Führende, schwer zu kämpfen, weil er von der Linie abkam. Und so konnte ich an beiden Kutny und Jernberg vorbeigehen. Aber bei diesem Manöver habe ich viel Zeit verloren, die nicht mehr aufzuholen war. Die schnellsten im ersten Heat waren Eklund mit der 2 und Hunsbeth mit der 5. Salström mit der 15 steht ganz außen. Hunsbeth gewinnt den Start, dann Eklund und Salström ist Dritter. Wir sind im Auto von Lasse Salström im Escort World Rally Car. Ludwig Hunsbeth im Escort RS kann sich gleich mal um eine gute Fahrzeuglänge absetzen. Für Eklund, den Zweiten im Rennen, ist es hier wichtig, gut zu fahren und wieder Punkte zu sammeln. Er führt die Meisterschaft an, aber Kenneth Hansen kommt ihm immer näher. Eklund der Zweitplatzierte. Hunsbeth schon mehr oder weniger auf und davon. Der Sieg und die schnellste Zeit für Ludwig Hunsbeth. Zweiter wird Per Eklund mit der zweitbesten Zeit. Also ein schnelles Rennen und wir sprechen mit dem Sieger. Wir sind bisher zufrieden, aber es bleiben noch zwei Läufe zu fahren und dann die Finals. Wir werden sehen. Bisher waren wir sehr schnell, aber in den Finals wird es nicht mehr so lustig. Siesta und Kraft tanken am Mittag im Fahrerlager. Hier kommen die Zuschauer und Gäste auf ihre Kosten und zu ihrem leiblichen Wohl.